Willkommen, willkommen zurück zu Yakuza 5, dem Spiel, wo wir jetzt endlich wieder prügeln dürfen, weil wir nicht mehr Haruka sind, sondern stattdessen Akiyama, der aber irgendwie mit Haruka in Verbindung steht, weil es gibt da so Schulden. Aber interessant, dass die erste Überlegung von Hori war, vor allen Dingen, oh, geht zum Dynashare, dass Hori wusste, dass Park-san sich Geld geliehen hat. Oh, dein Glück, ja, dein Glück ist heute schrecklich, die Dinge werden nicht so laufen, wie du es gibst, vermeide Glück. Ja, wir dürfen aber endlich wieder Leute prügeln, ist das nicht großartig? Dieser Idiot, was? Ah, du hast schon recht, dass du diesen Idioten verlassen hast. Komm schon, lächel doch, du bist jetzt viel besser ohne ihn dran. Echt, da habe ich schon lange vergessen, aber ich habe zwei neue Leute, die mir hinterherlaufen. Zwei? So, wir können jetzt wahrscheinlich wieder sinnlos Leute totprügeln hier. Ich glaube, das Erste, was wir machen, ist zum Schließfach zu laufen. Sind die anderen Leute eigentlich nicht so da, die Haukale kennt? Nee. Jetzt bin ich nur gespannt, ob denn irgendwie Haruka und Akiyama zusammen rumrennen. Ich meine, das ist ja an sich, geht das ja nur einen Tag. Oh, da hinten sind nur welche Fitnessschläge, die waren vorher nicht da. Straßenpunks. Ich meine, es wäre witzig, so als Spielwechsel, wenn... Oh nein, ich kann gleich mal gucken, was die Spezialfähigkeiten von... Ne, er hat auch nur so einen Gutter-Punch. Der Damage ist eher so minimal, ne? Das ist so irritierend, so kurz neben dem Ball zu sehen. Oh. Na gut, das war ein leichtes Level. Es wäre witzig zu sehen, wenn... Achso, das waren noch nicht alle. Oh, noch mehr. Alter, bleibst du hier? Nein! Oh. Es wäre witzig zu sehen, wenn du tatsächlich als Haruka, als Hauptcharakter zu rennen würdest. Aber immer noch die Straßenpunks sind, die eigentlich nur Akiyama anpöbeln. Und immer wenn dann irgendwas ist, hast du halt einen Kampf. Oder aber irgendwelche Leute, die zum Tanzkampf herausbetteln. Gut, du würdest nicht mehr über die Straße kommen, so groß ist ja Osaka nicht. Besonders hier der Sonbori. Aber trotzdem, das wäre irgendwie witzig. Ja. Blob. Was ist das hier? Heute ist ein guter Tag. Ich kann nicht mal verlieren, wenn ich es versuchen würde, sagt der Man on the Roll. So, wer bist du hier? Achso, ich hätte vielleicht mal vorher leveln sollen. In Yakuza. Ey, hier ist die Shot Bastille. Die gibt es auch schon seit 20 Jahren hier. Immerhin hat Akiyama. Yakuza? Wie heißt der gut? Shun Akiyama heißt der, ne? Ich kann im Fight leveln. Warte mal, denn, dann mache ich erstmal breiten Leveln. Mache ich eigentlich so viele Skillpunkte? Sense of Finishing Knie, wer auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat. Genie Footing hat den Knockdown. Knockdowns. Er hat schon ein paar coole Moves drauf. Obwohl es ein bisschen irritierend ist, nachdem ich jetzt mit Haruka ungefähr wochenlang? Ja, heute ist sehr gute Sätze wieder. Wochenlang auf jeden Fall immer koordiniert rumgeklickt habe. Jetzt auf einmal anfange, wieder zu Button smashen. Ich ahne, das wird mir hier sehr schnell langweilig. Ach, schön. Hey, 10.000 Yen. Haruka musste für eine halbe Stunde singen, damit das passiert. Ich glaube, als Straßenprügler wird man nochmal schneller reich. Bin ich wirklich level? Nehme ich nicht. So, aber ich habe einen Toughness Sieg gekriegt. Das ist schon mal ganz... Wo bist du denn hier? Ein Host? Warum auch immer sich denn... Na gut, Akiyama ist halt auch schon... Ich meine, Akiyama ist jetzt nicht direkt so ein Model, aber er, der ist... Also, so ein bisschen auf sein Äußeres setzt er schon Wert, ne? Ich meine, seine Art zu kämpfen ist ja irgendwie... Ich nehme mal an, man könnte es als elegant bezeichnen. Der war doch schon tot. Hä? Achso, sein Zwillingsbruder ist ja noch da. Das ist natürlich eine absolute Tragödie. Kommen wir erstmal den Typ mit der Brille um. Olle Muramatsu. Das ist nicht gut, wenn sie blocken. Alter. Okay, ich muss leveln, dass ich schlechter genockt out werde. Das ist ja... Alter, Horiguchi, komm doch mal hier. So, und jetzt hier, fressen meine Macht und meinen Zorn. Hasse davon. Hätte er sich aber natürlich auch denken können, ne, dass das so läuft. Bonks.
Ob ich es jemals bis zu diesen Schließfächern schaffe in dieser Episode? Ich habe eine Ironplay gekriegt. Gibt es eigentlich Nebenquests? Nee, tatsächlich noch nicht. Also ich kann tatsächlich nicht gerade viel anderes machen, als so da hinzulaufen. Wahrscheinlich noch 10-mal überfallen zu werden. Obwohl, aktuell überfalle eher ich, ne? Weil ich will ja so ein gewisses Grundlevel reinkriegen, damit hätte die Storykämpfe einfacher werden, weil da kann sich doch verlassen, dass es zumindest wieder so eine Szene gibt, wo ich durch ein dummes Gebäude laufen muss. Und da habe ich ja so gar keinen Bock drauf. Habe ich hier gerade einen Schlüssel gesehen? Ich hab mit Haruka schon die ganzen Schlüssel gefunden. Also muss ja irgendeine Möglichkeit geben, die Items, die Haruka hat, hinterher zu Akiyama zu bringen. Wahrscheinlich früher als später. Weil er hat die ja, weil sie hat ja die ganzen Sachen, die sie nicht ausrüsten kann. Vor allem, Haruka hat noch 3 Quests übrig, ne? Ist das auch ein Host? Ich habe vorher nicht geguckt. Hier ist ein Yakuza. Kenn ich ja nicht. Ah ne, die Poller sind wahrscheinlich ein bisschen schwer. Er hat rote Haare. Was hat ihn denn dazu gebracht, rot zu färben? Schon wieder. Warum kriege ich denn hier die ganze Zeit die Low-Life-Dingens? Also, sie haben kein Leben mehr. Na, damit kriegen wir, so kriegen wir auch den... Würdest du bitte aufhören zu blocken? Also zumindest hat Akiyama einen guten Gap-Closer, ne? Also das ist, der tritt Leute, die fallen um. Und der springt hinterher. Enno. Der springt hinterher, als gibt es nichts Gutes mehr. Also der ist ja quasi sofort dran. Noch eine Ironplay, die kriegt. Ich weiß nicht, welche mit Ironplay zu, aber egal, so. Ich stelle fest... Ich habe nicht die Schlüssel, die Haruka hat. Ach, verdammt. Na gut, dann gehen wir halt mal zu Dynashare und gucken mal, was da abgeht. Vielleicht wäre ich hier noch 2-mal befallen, aber ich glaube, diese Kämpfe hier, die bringen nicht so die XP, die ich gerne hätte. Ich müsste vielleicht Nebenquests machen. Warte mal, aber ist... Ja, Akiyama ist aber auch größer als die restlichen Leute, oder? Weil bei Haruka ist es halt mir aufgefallen. Aber Akiyama ist halt auch ein Stück größer. Hm, hier ist es denn wohl. Haruka müsst ihr ihn nicht kennen, oder? Horie-chan. Oh, Akiyama-san! Hodorokimashita. Saki Osaka ni irashite ru tte kikimashita kedo. Sore ni shitemo, masaka konna sugu owai dekiru ya nante. Honto ni... Du bist dir sicher, es war Selbstmord? Er hat voll gesagt, er war sich sicher, dass wir so schnell sehen. Ja, es gab eine Notiz. Es hört so aus, als hätte sie sich, würden wir bald wieder was von der Polizei hören. Die Handschrift muss evaluiert werden. Soweit ich das sagen kann, war es ihre Handschrift. Das gesagt, die Polizei ist sich sehr sicher, dass das Suizid war. Sie hat eine Notiz hinterlassen. Also einen Brief. Der Ermittler hat gesagt, dass es in letzter Zeit ziemlich viele Selbstmörder gibt bei den CEOs von kleineren Firmen. Er sagt, das sind die Zeiten. Du hast von solchen Sachen oft, denke ich mal. Ja. Also, was hat Ihr Brief gesagt? Es war sehr kurz, nur 2 Sätze. Alles, was sie geschrieben hat, war: Ich bin erschöpft, es tut mir leid. Das klingt nicht wie sie. Das habe ich auch gedacht. Was denkst du, was ist passiert? Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Von einem Geschäftspunkt hatte sie viele Feinde, aber soweit ich das wusste, war keiner von ihnen genug Feind, um sie umzubringen. Aber es gibt ernsthaftere Probleme, über die ich mit dir reden wollte. Das da wäre? Es ist wegen des Geldes, das Park-san von dir geborgt hat. Ich habe in den Safe vorhin geguckt, um zu schauen, und es war nicht mehr da. Du denkst, es wurde gestohlen? Und die Person, die es genommen hat, war Park-san? Ich kann mir nicht sicher sein, natürlich. Es ist immer noch die Möglichkeit, dass Park-san es bereits woanders hingepackt hat. Wenn ich ihr Accountbuch finden könnte, das sie aufbewahrt hat, wäre ich vielleicht in der Lage, was zu sagen. Aber es ist noch nicht aufgetaucht. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass es eine Chance gibt, dass das Geld gestohlen wurde. In diesem Fall, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie wir das jemals zurückzahlen können. Natürlich nicht. Ich würde niemals darum bitten.
Ich habe das Geld zu Park-san persönlich geliehen, nicht zu Dynachair. Ja, ich weiß, aber immer noch. Es ist eine ziemlich große Menge an Geld. Wie muss es sein? Jetzt, dass alles passiert ist, was wird die Agentur tun? Ich weiß es nicht. Park-san hat immer alles selber betrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir ohne sie weitermachen sollen. Aber das ist, hier ist dieses neue Mädchen, das Park-san all ihre Energie gepackt hat. Sie war gerade dabei, ihr großes Debüt zu machen. Ein neues Mädchen? Ja, sie ist sehr vielversprechend. Ein echter Diamant, dieses Mädchen. Park-san ist bis nach Okinawa gefahren, sie zu finden. Sie hat sehr viel Mühe und Zeit darin reingesetzt, sie aufzubauen. Und wir waren so nah dran, es wäre eine echte Verschwendung. Ich wüsste, dass Park-san das hassen würde. Hori-chan, es klingt so, als würdest du nicht denken, dass es Suizid war. Ja, auf jeden Fall nicht. Die Park-san, die ich gekannt habe, hätte das niemals getan. Ich muss sagen, ich gebe dir recht. Was ist mit dir, Akiyama-san? Was sind deine Pläne? Ich werde ein paar Ermittlungen durchführen. Ich bin immer ein Geldverleiher. Es wäre nicht ziemlich gut in meiner Arbeit, wenn ich mich nicht um meine Schulden kümmern könnte. Wenn jemand sie umgebracht hat und das Geld genommen hat, dann muss ich es natürlich zurückholen. Und mit dem, was du mir so gesagt hast, glaube ich nicht, dass wir darauf hoffen können, dass die Polizei uns helfen wird. Wenn wir die Wahrheit hinter ihren Tod herausfinden müssen, dann müssen wir es selber tun. Also, wer ist die letzte Person, die Park-san ins letzte Leben gesehen hat? Das neue Mädchen, von dem ich dir früher erzählt habe. Sie ist im vierten Stockwerk. Ich werde dich nach oben führen. Alles klar, ich finde schon den Weg selber. Kann ich jetzt nochmal zurück ins Büro laufen? Lass mal schauen. Hori-chan sagt, das neue Mädchen ist oben im Tanzstudio, nicht wahr? Ob da... Kann ich hier? Nein, okay, gut, ich kenne da nicht. Ob Haruka jetzt noch in der Lage ist, sich zu konzentrieren. Aber ich meine, er kennt. Akiyama kennt Kiyo. Aber hat Kiyo auch nur einmal erwähnt, dass er eine Tochter hat? Und dass es Haruka ist? Obwohl, nee, warte mal, er hat Haruka mitgebracht, ne? Obwohl, aber nicht im vierten Teil, oder? Hat er Haruka mitgebracht? Ah, fuck, wie war denn das? Also, Haruka war mit bei. War Haruka mit bei? Nee, Haruka musste zurückbleiben und die Bude am Laufen halt, oder? Ist sie mitgeflogen? Ich glaube nicht, ne? Oder? Doch, Haruka war mit bei. Eventuell kennt er sie? Okay, wir sehen es ja gleich, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, er kennt sie nicht. Das wäre natürlich wieder diese typische lächerliche Verwechslung-Ding, dass sie sich eigentlich bestens kennen müssten, aber wegen einer kleinen Information, dass es halt nicht so ist. ちょっといいかな。ゆうべパク社長と最後に会ったのが君だって聞いてね。少し話をさせてもらいたいんだけど。まあこんな時に話する気にはならないと思うんだけどさ。君はハルカちゃんか？ キリュウさんところ。秋山さん。オッケー、事件で。君なのか。パク社長が売り出そうとしてた新人っていうのは。そういやさっき堀江ちゃんが沖縄がどうこう言ってたけど、こんな偶然もあるんだな。秋山さんの方こそ、どうしてここに？実は俺、パクさんに金貸してたんだよ。 社長が秋山さんに。ああ、彼女関西の金貸し連中には融資をみんな断られちゃったみたいでね。そんな時、神室町になら無担保無制限で金を貸してくれるところがあるらしいって噂聞いて、彼女はすぐ東京へ飛んだ。それがスカイファイナンス、つまり俺の会社だったってわけだ。1年ちょっと前の話だったかな。社長、 そんなにお金に困ってたんですか？ああ、いや、そうじゃなくて、その、なんていうか、別にパクさんが食うに困ってたとか、そういうんじゃなくて、額が額だったから、ちょっとね。
いくらだったんですか？3億円？3億って、そんなに？そう。ところが今、その金がどこかに消えちまったらしくてね。今まさにそれを調べようとしてたところさ。それじゃまさか、そのお金がなくなったことで自殺を？可能性としてはある。ただ、俺に言わせればそれはありえないな。どうしてですか？俺はさ、自分のポリシーとして金を貸す前に相手がどういう人間か見極めるためにいろんな無理難題を吹っかけてテストをするんだよ。いわゆる俺流の厳正な審査ってやつ。そのテストをクリアできなかった人間には絶対に金を貸さない。蒼天堀からわざわざ神室町まで来たパクさんは俺の出した無理難題を見事に乗り越えた。俺のとこに金を借りに来る客はその大半がその場しのぎの金欲しさにやってくる。だから金のために土下座はできても命を張ることはできない。まあそれが普通だ。だけど彼女は必死だったよ。自分の夢をつかむために石にだってかじりつく勢いだった。夢？そう、夢さ。彼女は金を借りに来たんじゃない。夢を買うために金を手に入れようとしてたんだ。命がけでな。俺の持ってる金はそういう人間に使われてこそ初めて生きるって俺は思ってる。そのために空から降ってきたんじゃないかってね。空？ん？ああ、ごめんごめん。今の話は余計だったな。とにかくパク社長には夢があった。そしてどんな屈辱を受けても諦めない強い意志でずっとその夢を持ち続けていた。だから俺は思うんだ。パク・ミレイという女は自分から死ぬような人間じゃない。はい。だからというわけじゃないんだが、はるかちゃん、辛いとは思うが協力してほしい。君は昨日パクさんに会った最後の人間だ。何か気づいたことがあったら何でもいい。教えてくれないか？秋山さん。ん？社長は自殺なんかじゃありません。多分誰かに殺されたんです。そうとしか思えません。だから私も一緒に連れてってください。え？お願いします、秋山さん。私も一緒に。社長に何があったのか、私も確かめたいんです。お願いします。参ったな。一応聞くけど、ダメだって言ったら、素直に言うこと聞く？わけないよね。君なんて言ったって、あの桐生さんと一緒に生きてきた女の子だもんね。はい。Das ist ein ziemlich süßes Crossover. Naja, also er kam halt rein mit, also er kam halt ganz am Anfang kam er halt oben rein und hat halt gesagt, ja, das hier, das Mädchen, das ich weiß, das für dich gerade ist nicht der Moment, um mit jemandem zu reden, aber das, wir müssen, ich, das ist ein schlechter Moment, aber ich trotzdem, ich brauche Informationen. Und dann hat er gesehen, hey, hier, Haruka, hey, Akiyama, was machst du denn hier? Geld geliehen, Ja, sie hatte nicht direkt Geldprobleme, aber sie musste nicht gerade zur Suppenküche gehen, aber sie brauchte relativ viel Geld, nämlich 300 Millionen. Was ganz schön viel ist. Braucht man das wirklich für so eine Talentagentur? Naja, whatever. Und dann hat Haruka gefragt, ob der Selbstmord vielleicht war wegen den Schulden. Und dann hat Akiyama gesagt, naja, das ist kann man nicht ganz ausschließen, aber er hat sie halt durch harte Tests durchgeballert. Also er hat ja, also in den Bildern hat man es ja kurz gesehen, also er hat wieder den Hostess-Club-Ding gemacht, hat sie anscheinend easy durchgezogen.
Was wahrscheinlich, wenn sie halt war, sie hat sich ja Sorgen um ihr Aussehen gemacht, ne? Das ist dann wahrscheinlich nicht so einfach, so eine Testclub-Geschichte. Und dann hat er sie noch auf den Bau geschickt und hat gesagt, dass ihr eiserner Wille sie immer weitergeführt hat und dass sie das Geld nicht gebraucht hat, nur aus einem schnellen Dings, weil viele Leute, die zu ihnen kommen wollen, halt einfach nur so kurz mal Geld haben, sondern die wollte das haben, um einen Traum zu erfüllen. Und die hat alles, was er ihr entgegengeworfen hat, sie weggehaut, weil sie halt so einen eisernen Willen hatte. Und da hat sie sich nicht aufgeben lassen und und Akiyama hat noch so in den Himmel gucken gesagt, dass man könnte fast meinen, das Geld ist nur für sie aus dem Himmel gefallen. Übrigens raff ich erst jetzt so einen Yakuza-Teil später, dass er deswegen Sky-Finanz heißt, weil Akiyamas Geldstory hat ja angefangen mit dieser 1 Milliarde Yen-Geschichte, da wo das explodiert ist aus dem Turm da raus und runtergeregnet ist, dass es ja aus dem Himmel kam, das Geld. Deswegen Sky-Finance. Ja, das habe ich nicht gerafft. Sorry. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass das wahrscheinlich denn der Namensursprung war. Naja. Und deswegen ergibt für ihn eigentlich nur Sinn, dass es ein Mord war. Und dann hat Haruka gesagt, dass sie mit ihnen zusammen ermitteln möchte. Und dann hat Akiyama gesagt, würdest du überhaupt zuhören, wenn ich Nein sagen würde? Haruka bückt nach vorne, guckt. Ah ja, also nicht. Und dann hat er noch gesagt, er hätte von Kiyus Tochter auch nichts anderes erwartet. Wodurch sich wahrscheinlich Haruka wieder geehrt fühlt, ne? Weil das ist die Tochter zu sein, echt. Was jetzt echt jetzt, Steff? Dass ich das nicht gerafft habe oder dass dieser Zusammenhang? Kiyo ist mit der Schwester von Sajima jetzt nach Tokio geflogen. Ja, das war der dritte Teil, oder? Mit der Militärbasis auf Okinawa, oder? War das der dritte Teil? Ja, der dritte Teil war mit der Militärbasis Okinawa mit dem Jet, ne? Da war Haruka nämlich mit bei. Aber da war ja. Wer war denn der Sidecast im dritten Teil? Wie weit zurück geht hier mein Buch? Geht das bis Yakuza 3? Better Mark and City, Reisen 3, Yakuza 3. Täglicher Rassismus, Takako Hono, Akira, Hashimoto, Mayama, Mitsuki, Akimoto, Kanda, Habebe, Kapitel 5 der Horror, Kashiwagi, neu, Tatsu, Hirata. Elder Scrolls Black Subnautica, Risen 3, Dark Souls 2 Koop, Dojima Clan, Kazuma Kiryu, Ryodo Begegnung. Worum ging es denn in Yakuza 3? Raketenbars, genau. Yakuza 3 war das mit dem Dings. Es gab keine Wahl, ne? Es gab keinen Zeitencast. Na gut. Haben die sich denn noch getroffen? Naja, es ist bestimmt irgendwie passiert. Naja, oder Kiyu erzählt, er hat gerne was von seiner Familie, was weiß ich. Naja, okay, dann machen wir hier am besten mal den Cut. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten hier geschafft. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Ermittlungen anfangen. Das ist ja so eine cute. Ich habe ja gerade gesagt, ich beurteile jetzt alles nach cute. Ich bin jetzt von der Phase weg, dass ich Sachen mit witzig und nicht witzig beurteile, sondern ich beurteile jetzt Sachen nach cute und nicht cute. Und das ist schon irgendwie ein. Ich brauche hier noch einen guten Screenshot, weil das ist eigentlich schon ein ziemlich cooles Crossover mit den beiden. Naja, aber mehr davon beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Yakuza 5. Ciao.